Masse. So. Ja, also, weißt Bescheid, du bist jetzt drauf. So. Ja, heute ist, wie gesagt, Rest Day und den Rest Day werden wir so richtig abresten. Hier mit dem David Schulte bin ich heute beim David von Physiogenetik, sagst du immer, ne? Genau. Ja. Physiogenetik und der wird mich jetzt ein bisschen durchkneten. Ich habe mich gestern so ein bisschen beim Rückentraining bei der hinteren Schulterübung am Trizeps ein bisschen so Verspannung geholt und die will der David mir natürlich rauskneten und das werdet ihr jetzt sehen, wie das so ist. An so einem Rest Day, wie gesagt, muss man immer schön resten und schön sich durchkneten lassen. Dann muss man sein T-Shirt ausziehen und die Masse freilegen. Dann lege ich das T-Shirt hin. Schuhe muss ich auch ausziehen, glaube ich. Ja. Wäre nicht schlecht, ne? Genau, sonst muss man alles Schuhe ausziehen und dann macht man sich hier lang, so, glaube ich. So. Und dann ballert der David mir so ein bisschen Gel rauf, so Gleitgel. Was ist das da? Masse Gleitgel? Masse Gleitgel. Nochmal eine Body Lotion. Ne? Ist extra für dich angemischt worden. Ich denke, das ist mir guck mal, dass du hier. Dann habe ich hier gesagt, hier so ein bisschen Verspannung und Trizeps hier. Aber der noch hinten? Ja, dann kannst du vorne. Ja. Ja, da willst du auch was sagen in die Kamera? Hast du noch was für die YouTube-Fans? Ja, wenn ihr mal in Dortmund oder in der Nähe seid, genau, und ihr mal zu mir kommen wollt, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Ne? Auf Facebook, Physiogenetics, oder könnt ihr auch meine private Seite anschreiben, David Schulte. Genau. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und immer gut sich an so einem freien Tag durchmatzieren zu lassen. Ja, erzähl mal so, was ist so die meisten Probleme, die Leute, die zu dir kommen, was haben die meisten zu? Die meisten kommen eigentlich, Bodybuilder, ich jetzt gerade so. Die meisten kommen eigentlich zur Prävention zu mir. Was gerade wie jetzt ein Bodybuilder. Ich komme halt ein bis zweimal die Woche zu mir und lasse mich komplett einmal durchmassieren oder irgendwelche Probleme beheben. Ja, und sonst der Teil, der zu mir kommt, hat halt irgendwie meistens irgendwelche Gelenksbeschwerden oder Probleme mit der Wirbelsäule. Schulterprobleme haben auch wieder viele. Aber alles so Sachen, die man normalerweise in den Griff bekommt. Du bekommst alles in den Griff, genau. Ja, so ist das so. Schön herrlich an so einem Rest Day. Du machst ja heute auch Rest Day, ne, sagst du? Ja, extra für dich. Weil wie gesagt, das Thema ist heute bei meinem Video Rest Day. Und wie man so abrestet. Wie restest du dein Rest Day so ab? Was machst du so an so einem Rest Day, sag mal so? Schlafen und essen. Schlafen und essen. Ah, siehst du, geschlafen haben wir auch schon. Den gegessen habe ich vorhin auch schon. Super. Jetzt ist die Mahlzeit fertig hier. Das ist die Masse-Mahlzeit. Da geht's los. Jetzt wird hier Masse-Mahlzeit überleitet. Rest Day-Mahlzeit. Yeah! So, Masse-Freunde, heute ist Rest Day und heute gehen wir in die Niederrhein-Therme, wie ihr sehen könnt. Da die schöne Therme und wir haben auch schönes Wetter hier. Ja, schönes Masse-Wetter heute. Das ist ein optimales Rest Day-Wetter. Da ist der Dino und wir machen Rest Day. Wir resten richtig ab hier heute, ne? Wir resten hier richtig. In der Masse-Therme. Wir machen richtig Masse-Therme hier. Wir resten richtig ab hier. Masse-Therme, wie ihr seht hier. Jetzt hier eine schöne Masse-Mahlzeit ballern am Rest Day. Eine Rest Day-Mahlzeit. Und zwar haben wir hier Pommes, Masse-Pommes mit massigen Massefisch, massigen Alaska-Seelachsfilet. Ja. Machen wir erstmal. Drei Stücke haben wir hier, drei Massestücke, drei Masse Zitronen darüber. Das muss nämlich zitronig sein und schöne Masse Remoulade auch. Ja, sehr zu empfehlen. Und so ein Masse Rest Day. So. Schöne Masse Aussicht hier aufs Wasser im Feinsten. So, gucken wir mal erstmal, wie die Remoulade schmeckt. So,